Willkommen zurück zu Lost Sphere. Wir haben jetzt die Vulcus Suits und müssen Locke schnell nach Hause bringen. Hä? Was ist das? Okay. Oh, verdammt. Voll reingerannt. Na, mal gucken, ob die jetzt mehr Schaden macht. Ja, die macht mehr Schaden. Koop. X-Schlag. Und? Okay. Alter, was machen die für Schaden? Wow. Alter, hier runter. Oh doch, das ist richtig gut. Oh komm, lass mich gleich mit ihr als erstes angreifen. Wow, was für ein Hit. Na komm. Und... Tierstrahl. Vulcus-Suit ablegen. Vulcus-Suit abgelegt. Oh, verdammt. Der hat mich auch erwischt. Aber jetzt kriegt er einen zurück. So. Ah, da sind sie also, die originalen Vulcus-Suits. Wir haben einen Verwundeten, er braucht Hilfe. Winger haben keine Krankenstation, er muss sofort in die Hauptstadt. Dann auf zum Winger. Ganz ausgezeichnet, was für eine handwerkliche Leistung. Hallo, hörst du mir zu? Der Kaiser wird mich sicher loben. Wir haben getan, was ihr wolltet, bringt uns jetzt zurück in die Stadt. Ja, sicher. Wir haben die Vulcus-Suits. Also ist unsere Arbeit getan. Zeit heimzukehren. Also Leute, Rückzug. Unsere Mission war erfolgreich. Was war das, euer Freund? War das euer Freund, den sie da eben weggebracht haben? Armer Junge. Aber euch geht es sonst gut. Keine Sorge. Die medizinische Einrichtung in der Hauptstadt sind hochmodern. Eure Freund ist bald wieder auf den Beinen. Danke, ich hoffe es sehr. Meldet euch bei Kommandant Galdra. Ist bestimmt im Büro des Hauptquartiers. Galdra hat sich bestimmt schon um euren Freund gekümmert. Ja, aber erst möchte ich da hinten was mitnehmen. Ja, es hat doch doppelt geleuchtet. Ach Mann, Beschiss. Dann gehen wir mal zum Kommandanten Galdra. Mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Kommandant Galdra, Kanata meldet sich zu Dienst. Ach nee, jetzt brauche ich auch nicht speichern, komm. Rechts lang war es, glaube ich, ne? Ich sagte doch, sie sind Zivilisten. Warum habt ihr sie nicht beschützt? Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass die Vulcus-Suits Priorität hatten. Er hat eigenmächtig gehandelt. Zweifellos war er auf der, in der Belohnung aus. Was für ein erbärmlicher Abschaum. Ein Landei aus der Provinz. Was hat er gesagt?
Kanata. Gut, dass der kleine Zivilist ist. Sonst würde er vor einem Kriegsgericht landen. Er hat unsere Mission und meine Soldaten gefährdet. Wie könnt ihr das über meinen Freund Locke sagen? Ich kann mir nicht die Namen aller dahergelaufenen Zivilisten merken, die fast meine Mission ruiniert haben. Dann merkt euch das, er heißt Locke. Sein Vater hat sein Leben für das imperiale Kommando gegeben. Er war kein elender Feigling wie ihr, der aus der Sicherheit die Lorbeeren einheimst. Wie kannst du, glaubst du, du kannst mit mir so reden? Das ist Hochverrat, ich werde dich foltern und töten lassen. Dann könnt ihr mich auch gleich festnehmen. Entspann dich, die zwei sind grob, aber ich bin von edlem Blut. Ich werde dich nicht schlagen. Sag mir nur, wie viele Löcher ich in dich stanzen soll. Galdra, warum steht ihr nur da? Nehmt sie sofort fest. Seid ihr euch sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Sie haben die Hand gegen mich erhoben. Ein tätlicher Angriff. Der große General Thaddeus würde sich doch niemals von Zivilisten angreifen lassen. Wenn das die Runde macht, es wäre ein schrecklicher Schlag für euren Ruf und eure Ehre. Aber macht euch keine Sorgen. Ich habe nichts gesehen. Aber... Das werde ich nicht vergessen. Ich werde mich an euch allen rächen. Vergebt mir. Ich hätte nie gedacht, dass Locke etwas zustößt. Meine größten Ängste sind wahr geworden. Ich habe veranlasst, dass sich unsere Besten erst um ihn kümmern. Bitte vergebt mir. Danke, dass ihr euch so für ihn einsetzt. Kanata, es wird alles gut. Es sieht vielleicht nicht aus, aber Locke ist zäh. Ehrlich, ich habe jahrelang mit ihm trainiert. Er wird in 0, nichts wieder der Alte sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ihr müsst also sogar eine Weichbirne wie ihn gehorchen. Nur weil er ein Offizier ist? Das klingt frustrierend. Aber ich diene nicht General Thaddeus oder dem imperialen Kommando. Ich diene allein den Bürgern und dem Kaiser. Mein Vater war ein Lord und wurde vor langer Zeit einmal fast überrannt. Und zwar vom imperialen Kommando. Es war der Kaiser, der unsere Leute beschützt und die Armee aufhielt. Er hat also eine Invasion veranlasst und sie selbst zurückgepfiffen? Die Invasion wurde im Geheimen von ein paar Offizieren geplant. Die wollten sich selbst ein Stück vom Kuchen erobern. Der Kaiser entschuldigte sich bei meinem Vater und gewährte ihm Unabhängigkeit. Da erkannte ich, dass der Kaiser ein ehrlicher und ehrenhafter Mann ist. Und seit jenem Tag... Oh, da fällt mir etwas ein. Ich habe eine dringende Mission für euch. Ich möchte, dass ihr einen Ort besucht. Welchen Ort? Das Herz der Hauptstadt, den imperialen Palast. Was? Den imperialen Palast? Lebt dort nicht der Kaiser? Ihr meint, der Kaiser hat uns zu sich gerufen? Ich weiß nur, dass der Befehl aus dem Palast kam. Aber mehr nicht. Ich habe bereits die Palastwachen verständigt. Also geht gleich los. Zum Palast kommt ihr, indem ihr die Basis verlasst und den Stadtkern ansteuert. Ich werde nach Locke sehen und euch mitteilen, wie es um ihn steht. Viel Glück. Na dann, gehen wir mal zurück. Immer neugierig, was uns erwartet. Palast des Imperiums. Das ist also der imperiale Palast, wie? Was ist los, Wann? Ach, gar nichts. Ah, ich verstehe. Du bist einfach überwältigt von all der Pracht, stimmt's?
Sofort stehen bleiben. Identifiziert euch. Niemand darf ohne Erlaubnis hinein. Kommandant Galdra sagte uns, er hätte jemand herbestellt. Hast du gerade Kommandant Galdra gesagt? Ich bitte um Verzeihung. Ihr müsst zur Kanata und seine Gefährten sein. Bitte geht weiter. Okay. Gerne doch. Aber erstmal gucken wir, ob hier noch irgendwo was ist. Da ist nix. Da auch nicht. Und was ist rechts? Auch nix. Hier ist auch nix. Das heißt, dann kann ich reingehen. Ja, schön alles golden im Hintergrund. So muss es sein. Erstmal schön die ganzen Kisten hier leer räumen, die von dem Kaiser sind. Ach, lieber Kaiser, wir sind hier nur ein bisschen am Plündern. Mehr nicht. Oh, da darf ich nicht hin. Na toll, wo lang denn jetzt? Hier schon mal nicht lang. Da haben wir einen Weg. Hier haben wir nix. Da haben wir auch wieder einen Weg. Toll. Und hier haben wir auch nix. Das ist also entweder rechte Tür oder linke Tür. Nicht gerade rechts, dann gehen wir mal rechts rein. Ein Fahrstuhl. Der Kaiser steht auf Fahrstühle. Ah, okay, gut, da wären wir dahergekommen. Ja, doch, wir speichern mal. Muss man sich ja vorstellen, wir haben, glaube ich, 6 Level jetzt gemacht. Nur in dem Bereich alleine. Aber okay, gut. Das ist dann halt so. Ich will jetzt auch nicht mit denen reden, weil die wahrscheinlich eh nicht viel zu sagen haben, außer bla 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 bla. Aber da ist eine Kiste. Ha, hat sich doch gelohnt, hier lang zu gehen. Äther. Oh, kein goldenes Scheinen. Shining. Shine bright like a diamond. Hä? Ich frage mich, wer es war, der uns hergerufen hat. Es muss jemand ziemlich Wichtiges sein, wenn wir ihn im Palast treffen sollen. Vielleicht ist es ja der Kaiser selbst. Die Menschenscheue, dieser menschenscheue Opa, meinst du das ernst? Lumina, geht es dir gut? Ja, alles in Ordnung, aber was war denn das gerade? Ich finde, für eine Bande Meuchler wurde der sehr nachsichtig behandelt. Ihr solltet dankbar sein. Ich weiß nicht, wer du bist, aber nett war das nicht gerade. Ist das etwa so üblich hier im Palast? Meuchler, meinst du etwa uns? Ist denn sonst noch jemand hier? Wartet, das ist ein Irrtum. Entspannt euch, ich werde euch nicht töten. Zumindest nicht, bevor ihr mir verraten habt, wer euch geschickt hat. Wenn du es auf einen Kampf anlegst, dann mach dich auf was gefasst. Mit mir wirst du kein leichtes Spiel haben. Mann! Was ist hier los? Wow. Ich hätte vielleicht... Warum habe ich keine Vulkus-Suits? Schön. Ah gut, den könnte ich aber noch kriegen. Nein! Alter, der hat's auf Kanata abgesehen. Ich muss hoffen, dass ich mit Kanata jetzt irgendwas machen kann. Oh, der hat gesessen. Nein.
Okay, gut, es ist in Ordnung. Trank Kanada. Komm, der muss doch irgendwann Platz sein, ey. Keine Gegenstände erhalten, aber Stufe 16, okay. Gut, wie ich sehe, seid ihr auf Zack und reagiert flexibel und unerwartete Wendung. Anscheinend hast du dich nicht in ihnen getäuscht, Galdra. Vielen Dank, Herr. Kommandant Galdra, was wird hier eigentlich gespielt? Lord Semrod wollte sich eure Fähigkeiten vergewissern. Ich bitte um Verzeihung. Es widerstreb mir, euch auf so unhöfliche Weise zu begrüßen. Ich bin Semrod, Premier von Gigante. Der Kaiser hat dieses Land meiner Obhut anbefohlen. Ein Premier? Also hat nichts Besseres zu tun, als Leute hinters Licht zu führen? Wann, pst. Du heißt also Wann, ja? Du kämpfst gut, aber du musst lernen, deine Feindseligkeit zu verbergen. Mit deinem aggressiven Gebaren hält man dich nächstes Mal wirklich für einen Meuchler. Du solltest dich in Selbstbeherrschung üben. Ich habe deinen Rat nicht nötig. Sag uns jetzt, was du willst. Wann, bitte hüte deine Zunge. Schon in Ordnung. Ich war es übrigens, der euch hergebeten hat. Kommt mit. Warum gucken die alle immer in die Luft, wenn die irgendjemandem folgen? Sieht es dann authentischer aus? Es tut mir leid, dass ihr so unsanft behandelt wurdet. Hier entlang, ich möchte euch etwas auf dem Vorplatz des Palasts zeigen. Sind hier noch Truhen? Ich gucke erst, ob hier noch Truhen sind. Aber gehe ich hier nicht raus? Nein, sind hier nicht. Okay, ich gehe raus. Muss ich wieder zum Vorplatz gehen? Naja, gut. Aber was uns auf dem Vorplatz erwartet, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Lost Sphere. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.